Ja, also es sind schon viele reingegangen. Wird schon wieder P3, Ja, das es ist sind nicht schon geil. einige drin, also 10 geschätzt. Ich bin drin. Micha, Ja, du ich hast auch. Ich frische muss auch Reifen, ne? frei. Ich hab frische Reifen. Okay. Scheiße. Bin immer noch im ersten Stint. Na gut, unter Gelb kannst du dann schon, aber du musst halt irgendwann zum Tanken. Ja, ja. passt noch. Out of fuel, das wäre noch Ja, witzig. 20 Runden dürftest du noch haben, knapp. Und die haben gar nicht ja. mal so viel repariert, also viel ist nicht kaputt. Ja, das ist gut zu wissen. Ja. Ich hab nochmal Glück gehabt. Ja, es war jetzt kein großer Schlag, aber halt ein bisschen halt. Ja, wäre doof, wenn mein Lieblingsgegner ausfällt. Danke. Ja, nee, ich bin noch dabei. Gut. Und gegen die KI reicht's auf jeden Fall noch, weil ich meine, wir hatten ja vorher 10 Sekunden Vorsprung. Scheiße, Micha, bist schleimig wie eine Schnecke oder was? Nein. Also. Na gut, ich bin ein Schleimer, aber Dave ist mein Lieblingsgegner. Mit dem habe ich immer gute Battle. Was überlegen? Mit der Single oder was? Nee, mit hier. Mit dem Verräter. Mit dem was? Mit dem Verräter. Mit dem Verräter, ja. Ja, stimmt, ja. Wer ist Ja, Verräter? der immer der immer der fragt. Ah, okay, gut. Wieso bin ich Verräter? Oh, musst du eigentlich selbst wissen. Weil ich mit Dave zusammenarbeite? Richtig. Das ist ein gegnerisches Team, das ist unser Erzfeind. Ich könnte ja, ja Dave genau. fragen, ob wir ein eigenes Team gründen wollen. Kann ich vergessen. Was sind hier für Politik? Cheater. Ah, scheiße. Ich mach ja nur Spaß. Mein Kabel. Was mit deinem Kabel? Er ist raus, ich kann kein Gas geben. Ah, geil. Das steck mal schnell wieder rein. Ah, geht wieder. erst teleportiert er sich hier heute. Ja. Und dann kann er kein Gas mehr geben. Nee, Leute, die Teamkomponente kommt dann erst gegen Ende der Saison zum Tragen. Bacon, bacon. Ja, ich bin ja quasi alleine im Team, also weil von denen, die regelmäßig mitfahren. Außer Joe fährt jetzt auch regelmäßig mit. Ja, weil das mal jedes Mal so lang dauert. Ja, das dauert jedes Mal so lang. Weiß ich. Der Kohldampf wie Sau. Oh. Hättest du vorher essen sollen. Ja, das ist nicht so wie bei Meine Racing, dass man da bringen. Eine halbe Stunde fährt oder so. Nee, da fährst du schon 3 Stunden hier. Das ist ja 100% Rennen hier, ja? Kommt fast so hin. Welche Strecke? Jo, du bist ja Hardcore-Fahrer, denke ich, oder? Ja, wir haben jetzt ja knapp die Hälfte schon. Oder bist du DTM-Fahrer, dass dein Rennen nicht länger als 75 Minuten dauern darf? Ja. Wo die Quali länger dauert als das Rennen. Ja. Das ist aber echt so bei DTM. Seid ihr eigentlich in Oschersleben dieses Jahr? Nö. Oh, nö, ich drehe noch nicht normalen Arsch ab. Ja, diesmal ist ja richtig arschkalt noch, ne? Wer weiß. Wer da... Ist das jetzt am Wochenende oder erst nächstes? Nee, das ist ja im April irgendwann. Ja, das ist richtig spät. Die DTM. 28 oder so, ja. Ich dachte ja auch jetzt am Wochenende, aber ist nicht. Ich dachte, das Wochenende darf man hochkommen. Ja? Du musst im August zu den Nitro Olympics kommen. Ja, das ist jetzt die nächste Sache, wo ich schon mal auf jeden Fall überlege. Ne? Weil jetzt war letztes Jahr ja schon, ne? Ja, das ist echt geil. Da hast ja, du ja, ich... Also wenn du das einrichten kannst, also ich bin auf jeden Fall da. Wo ist denn das? In Hockenheim. Hockenheim, das ja. ist Mitte das ist eine ganze August. Ecke. Mhm. Was war nochmal Preis? Preis war 99 oder so, ne? Ab 99 Euro, ne? Ja, so für die, so 130 Euro. Ja, okay. Bis das Wochenende. Geht Aber das ist okay. Jetzt... Wollen wir zusammenfahren? Also ich würde gerne, auf jeden Fall, ich wollte letztes Jahr schon hin. Wenn aber es ging ja nicht. Dann können wir zusammen hinfahren. Das ist ja, das lass uns mal, lass uns das mal bequatschen. Weil wenn wir uns das teilen, das wäre natürlich einfacher. Ja, macht es doch. Ja, also das wäre schon... Also ich habe keine Karten, die könnten wir uns dann auch zusammenholen, dann setzen wir auch nebeneinander. Ja. Wenn ihr das, wenn es feststeht, dass ihr mitkommt. Also, letztes Jahr war es, naja, aber die Jahre davor war es echt immer geil. Und ich kann es nur empfehlen. Ach, hier wegen kein Grip. Hallo, startest du? Ja, ja. Oh, bitte was? Startest ja, ich möchte es auf jeden Fall sehen, wie ist gesagt. Ist die Formel ja. 1 dieses ich bin Jahr auch hinter wieder dir da? Ich glaube ja, nicht. Ja, ich zieh wieder runter. Aber jetzt wissen sie es ja, Nick. Also, ich denke mal, das passiert ihnen nicht nochmal. Also, plant es mal.
Ja, wie gesagt, weil das ist schon einfacher, weißt du? Ja, selten kannst du, kostet, ich glaube, 15 Euro insgesamt pro Person für zwei Nächte oder so. Oder 20. Green, green, green. Und Johnson, was machst du? Ich war hier ein bisschen langsam. Ja, der Johnson ist da total. Weißt, ja, hat total irritiert. Wegen mir. Micha, du weißt, dass ich auch noch hier bin. Ich weiß, dass du noch da bist. Ich hab dich schon im Auge. Ja. Scheiße. Okay. Mein Federgang ist im Arsch. Oh, das ist schlecht. Ehrlich? Ja, vierte Gang ist scheiße natürlich jetzt hier, das ist klar. Scheiße. Alter, schon wieder der Hamlin. Der Hamlin will ich nicht haben. Ich wollte die 88 abschießen eben gerade. Die haben mir oh ja, Micha. Passt schon, du kennst mich. Ja, 88. Alter. Ich bin nicht im Boden teilen, ich hab auch eine gute Fahrkontrolle. Die hatten mir einen leichten Stoß in der Kette. Ja, die kannst du auch nicht. Boah, er fährt in die Box. Ein Dollar. Soll er doch. Ich weiß nicht, wofür die gelbe Flagge gab, ne, aber. Muss jeder für sich selbst wissen, ne? Wow! Micha, kommst du vor, oder? Ja, der ist schon. Ich bin auch weit weg. Okay. Ja, bei mir läuft's auch ganz passabel. Ist ja Platz hier. Kann man ja vorbeifahren. Wer weiß, vielleicht klappt es heute nicht mit meinem ersten Sieg. Ja, das ist jetzt echt ein ganz guter Test. So, wie kann man da vorfahren und so, weil wir müssen ja vielleicht nochmal stoppen. Ob sich das lohnt, nochmal stoppen. Ja. Oder ob man lieber vorne bleibt mit alten Reifen. Also ich mache hier momentan eine ganz gute Pay. Ja, bei mir läuft es auch, aber es ist halt echt immer die Gefahr, dass du dann crasht. Ja, ich kann da nicht mehr mithalten, Micha. Jo. Wie gesagt, sind meine erste Reifen noch. Naja. Platz mache ich hier nicht. Man hätte ja fragen können. Muss ja nicht. Du weißt, dass ich Kai Buschmann bin und mein Hirn ausschalten kann? Wenn ich Rennen fahre? Ja. Achtung, Mirko, der Newman, Oh ja, Alter, ist der behindert oder was? Alter, drängt der mich weg, ich bin voll konzentriert auf Johnson. Das hat man gemerkt, deswegen hab ich's dir gesagt. Pass auf, Alter, ja, ich lass dich auch gleich mit. Oh Gott, lass gleich mit vorbei. Ich war hier Formel 1, die gewinnt bei 9000. Ist das der WM? Ja, schön, jetzt verliere ich alle Plätze. Was, wo kommst du denn? Jo. Oh, Alter, schön, dass ich die Mauer geschrieben habe wegen Hamlin, Alter. Ja, von wie weit hinten der Bildschirm? Von ganz hinten. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Mehr als ganz hinten. Ja, aber fast. Ja, fast. Es geht auf die Hälfte. Welche Runde sind wir denn? Jetzt sind wir gerade 56, ja, sowas. Ist ja noch lang. Wow, ihr seid aber schon weit vorne, muss ich sagen. Ja, die KI hält ja auch. Ja, aber ich bin jetzt Dritter, das passt. Die KI hat mich gerade mal richtig gefickt, hat die mich mit Newman. Alter, die hab ich echt nicht gesehen eben erst. Du sagst, pass auf, und ich dachte erst, du wärst das, und dann der behinderte Newman, ey. Nee, ich würde sowas nicht machen, Mirko, das weißt du doch. Das ist meine Runde. Ja, kannst du haben. Du hast schon genug gehabt, aber kannst du haben. Ich hatte einen, ich bin glücklich. Auch mal geführt. So scheißen tight. Ist ja schon wieder hinter mir, Dave. Also, Drei Sekunden. Hattest du nicht eben einen Unfall? Ja. Der cheatet immer, sag ich doch. Deswegen auch Cheater, Dave. Ja, ich war dann halt hinten, aber da kannst du relativ ganz gut durch die KI durchfahren, wenn du dir Zeit nimmst. Schade, dass wir die Nationwide-Dinger anfahren. Mit denen hatte ich immer ein richtig geiles Rennen. Oh, jetzt habe ich hier aber einen Run. Wow, wir sind Hälfte. Ja, hat er eben gerade gesagt. Nach zwei Stunden. Wollte gerade sagen, nach zwei Stunden wäre ein bisschen hart, ne? Aber hätte ich auch zugetraut, also. Ja, definitiv, ey. Outside. Still there.
Ich habe auch gerade hier geiles Racing. Mal lassen. Player high. Aber ich kann dranbleiben, ich ja. Ja, das sehe ich. Outside. Das ist mir aber auch gerade relativ egal, wenn ich ehrlich sein soll. Ich weiß ja, dass du noch Sprit brauchst. Ja, du aber auch noch. Aber ich kann erstmal länger draußen bleiben als du. Ach, viel Spaß. Ja, dann gehen die Reifen weg, also. Relativiert sich alles. Ja. Ja, das wird spannend mit der Taktik jetzt noch. Eddie, pass auf, ich bin durch. Weißt du, vom Speed her, je nach Reifen, ist der Nick am schnellsten. Ja, und dann so Micha und ich irgendwie. Gib mir zumindest Mühe, gut dabei zu bleiben. Ja. Nee, also wir drei sind dann schon... Oh ja, klappt's da. Vorne, aber... Alter, Ambrose, willst du mich verarschen? Ah, Mann, ich probier. Okay, kein Gelb, weiter. Aber es könnte Gelb kommen, weil ich jetzt mal. Aber nee, sieht nicht so aus, weil er schon unten ist. Was hast du gemacht? Alter, ich hab hier gerade richtig hartes Racing. Was ist das vor mir? Nick, warst du jetzt drin oder was? Ich war noch nicht drin. Achso, ich dachte immer nur irgendeiner rein. Na, hält aber gut, hält sich gut da vorne mit den alten Reifen, muss man sagen. Gutes Setup. Ja. Hier war irgendeiner reingefahren, weil ich konnte eben nicht erkennen, wer es war. Ja, es war wahrscheinlich wie der Boyer oder so. Nee, der ist noch hinter mir. Okay. Naja, stimmt, der fährt da vorne. Oh, scheiße. Vergiss es. Jetzt funktioniert mein Setup. Ja, brauchst du mal ein paar Runden, ne, Micha? Hm? Brauchst du immer ein paar Runden? Ne? Ja. So fünf? Ja, so ein Setup brauche ich grundsätzlich eigentlich immer, dass ich auf den Longruns besser bin. Ja, ist auch besser. Ne? Das Problem ist, dass wir meistens keine Longruns haben. Aber wenn ich erstmal ein Tag umläufe. Oh, Eddie, warst du draußen jetzt? Ich fahre hier schön im dritten Gang mit Vollgas durch die Kurve, das geht noch. Ja, und Ambrose dreht mich, der Vollpfosten, ey. Ein Gelb? Nee, ich konnte gerade nur das Auto retten. Ja, dann dreht er dich ja nicht. Ja, nee, doch, warte. Nee, ich bin da in der Mauer geknallt dann und dann konnte ich den retten. Ruhig drehen können. Nee. Doch. Nein. Mann, ey, so ein Idiot. Ich hab gerade so einen schönen Run. Jetzt, wo das Setup läuft. Ja, dadurch ist jetzt hier alles im Arsch, ey. Meine ganze Strategie ist natürlich für den Arsch. Ja, dann dreh dich. Geh in die Box. Eddie, ich bin hier. Jo. Achtung, hinter uns sind, oh Gott, sind da viele. Ricky? Schalt mal, guck mal, Gelegenheit mal in deinem Rückspiegel. Ich weiß schon, aber mir ist das die Lade. Gesagt haben. Mir ist das Lade. Ja, genau! Ey, fahrt mir mal alle eine. Jetzt kommt Caution. Nee, kommt keine Caution? Nein, bremst vorher, ich möchte nicht. Hast aber Glück gehabt. Okay, fahr. Ist mir die einer voll ins Heck gefahren, ich weiß nicht mal wer es war. Hat ja genug. Vorsprung. 5 Runden hätte ich noch gehabt. Das war scharf. Du musst jetzt rein, oder? Ja, jetzt muss ich rein. Was mache ich jetzt? Also ich würde auch reingehen, Micha. Also. Und? Nein, der ich bin ja schon am überlegen, wenn ich reingehe. Einmal muss ich noch rein. Gegen gerade. Ich hab keine Ahnung, wer mir da ins Heck gerast ist, aber irgendeiner ist mir ins Heck gerast. Bin ich der Lucky Dog, ne? Ha? Ich bin der Lucky Dog, ne? 13 Runden Short, ey, ich guck gleich nach. Warte mal kurz hier, ich muss mal kurz was nachgucken. Wie es aussieht, ja, bist du. Geh ich jetzt oder geh ich später? Oder gehst du gar nicht und hoffst, dass es ab jetzt nur noch gelb bleibt? Nee, ich glaube eher weniger. So wie ich in Phoenix. Nee, ich probiere eine andere Strategie diesmal. Ich weiß nämlich, dass meine Reifen nicht so lange halten, wenn wir noch ein Free Track Runners fahren.
Da ging wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Na, ich müsste ja nach deiner Quali-Position. Ja, stimmt. Ich gehe in der, ich gehe nochmal kurz vor Schluss rein, wenn mein Spritzanneige geht. Ich glaube, das bringt mir mehr. Aber ich frische Reifen kann vorne rankommen und dann. Oh, ich hoffe wirklich, dass es gelb bleibt. Du hast recht, Dave. Wo sind die anderen? Sind alle in der Box oder was? Es sind viele in die Box gefangen. Mist, wäre ich doch mal reingegangen. Naja. Oh, was machen die? Hast du Schaden gehabt oder was? Ja, kann sein, dass die repariert. Nein, habe ich ausgeschaltet. Die haben nichts mehr gemacht. Fuck. Oh, was ist denn los? Komm hier. Ah. Bisschen reparieren. Ich bin schon ein bisschen sehr lang drin. Oh, Nick, du bist jetzt vor mir. Nick war schon Nein, jetzt ist er direkt vor mir. Da habe ich auch noch eine schwarze. Oh, was warst du schnell? Nein, Pit Road, Safety, scheißen Dinger. Ach so. Na, dann muss er End auch so leiden. Jetzt muss ich ganz nach hinten. Oh, okay, hinter mir. Also Nick, bist du jetzt hinter mir? Ja, ich bin ganz hinten. Nick, aber du hast ein gutes Auto. Du fährst dann 5 oder also maximal 10 Runden, dann bist du wieder vorne. Also zumindest dritte oder zweite. Kotz mich trotzdem. Wir beten ja momentan alle, dass es einigermaßen green bleibt, ne? Wo ist denn die 20? Ich bin in der Box. Die ist in der Box. Achso. Ich bin in der Wirkung. Ja. Muss ich jetzt hier dich überholen schon oder nicht? Weiß ich nicht. Hab keine Ahnung. Warte mal, ich fahr mal dran vorbei kurz. Hey, dann darf ich jetzt mal den Ball. Start machen. Yeah. Ja. Ja, also ich glaube, jetzt waren alle drin, weil dann ich bin Vierter und ich war. Ja, alle vorbei. Ich alle war vorbei. Nicht drin. Na, deswegen bist du auch Zweiter. Eben. Können Sie meinen vierten Gang reparieren? Was, du bist Zweiter, Joe? Joe ist Zweiter, ich hol mir jetzt eine Lead-Lap. Für die Lead-Lap musst du erst bei mir vorbei. Ja, komm bitte. Das schafft er schon. Das schafft er nicht. Nee, bei dem Restart nicht. Nee, mein dritten, vierten Gang Restart. Wo muss ich denn starten? Unten oder oben? Unten sind die Lapcars. Okay, dann bleibe ich oben, dann fahrt unten an mir vorbei. Weil ich komme ja nicht runter wahrscheinlich. Ja. Ich halte mich dann an der Wand. Okay, so. Aber bitte direkt an der Wand. Wenn es funktioniert. Aber denk dran, erst nach der Dingenslinie. Alter, wie viele sind raus, ey? Einige. 12 Wagen. Ja, einige sind gut, ey. 12 Wagen und 4 mit einer Runde. 20 noch in der Lead Lap, ja. Oder 19. 19. Ja. Das geht ja. Micha? Ja. Ich habe die schwarze jetzt bekommen, wie gesagt. Wir es einmal überholen. Kannst du mich ja schon mal eintragen dann? Habe ich schon. Gut, ausgezeichnet. Wunderbar. Läuft alles. So langsam zur Routine. Geht der Gang oh, das war ein Süßer. Was war das denn, ey? Der war ja mal richtig lustig, ey. Der war ja einer zum Knuddeln. Ich muss was eingießen, während ich fahre. Ist auch gut, ne? Ja, das ist scheiße. Ich muss meine Bonbon-Box aufkriegen, während ich fahre. Oh, Beine übergekippt. Das war knapp, ey. Ja, ich hab grad geguckt, denn war das schon fast am Rand, ey. Just be ready. Alright, I'm ready. Kriegt man fürs Trollen Strafpunkte? Ja. Solange es noch offiziell im Rennen ist, ja, nach dem Rennen. Nach dem Rennen ist er. Wer will hier denn wen trollen? Joe, guck mal in den Spiegel. Hey Joe, du weißt, dass ich auch Kai-Fan bin. Okay. Jetzt so, ey, du bist. Micha ist echt ein Schleimer, ne? Ich bin ein widerlicher Schleimer. Ja. Wie eine Schnecke. Oh. Nee, er ist der Einzige, der nicht so beleidigt worden ist und er schleimt am meisten. Ja, das kann ich nicht. Wahrscheinlich deswegen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Eddie, musst du auch noch vorbei? Ich kann halt. Meinst du, bist schneller? Okay. Ja, natürlich bin ich schneller. Also konzentriert euch beim Restart auf mich. Nicht, dass ich hier gleich eine Black bekomme wegen Überholen oder so. Nee. Weil ich ja eigentlich nach ganz hinten müsste. Ja, wenn du eine kriegst, dann dann machen wir die schon weg. Soll ich denn vorbeifahren jetzt, oder? Ja, ich weiß nicht. Eigentlich müsste ich nach ganz hinten, von daher.
Ich soll nämlich auch nach ganz hinten, weil ich ja den Lucky Dog. Ja, genau, Lucky Dog. Ah ja, fahren. Ja, es muss. Ja, aber ja, Eddie hat. Ja, das, weil Dings würde noch als ein vorne zählen, deswegen ist es okay, wo Niklas ist. Eigentlich. Ich denke auch, dass. Sonst lass doch Eddie vorbei, wir clearen ja Eddies schwarze Flagge sowieso. Ja, wir überholen ihn einfach oben. Mich unten. Ich unten oben. Ich fahre nach links. Okay. Oh, voll verpennt. Ich. Ja, aber massiv Power hier. Oh! Wie ich lang hol ich gleich ein. Hier? Wo bist du? Ich hol dich gleich ein. Pass auf. Outside. Oh. All clear. Ich glaube, haben wir Leute weg. Ja, bei mir auch. Reifen. Oh, das ist Joe. So ist er vorne. Nee. Hey, Nick, sag doch was. Hallo. Alter. Na, hallo. Ich hab dich nicht erkannt. Darauf achten, niemand sagt dir was, hallo. Nee, hallo, ich wollte gerade ein Überholmanöver starten und rausziehen, da kommt Nick. Rückspiegel. Hab ich. Das war ja das Glück gerade. Er muss nichts sagen. Echt, sag ich gerade aus, ich hab Ey, ich komme! Ja, natürlich! Oh, 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 das war knapp. Ah, jawoll! Da sind wir mal hier. Gucken, bin ich übermächtig. Nein! Oh, jetzt bin ich hinter Danny. Du hast mich leicht angestupst. Ihr habt ja Spaß. Jo. Ja, ich hab ihn blockiert. Strafe. Nö. Wofür? Das gibt einen Fausthieb nachher. Fausthieb, ja gut, das kann sein. Dann aber nur beim Chat, ja? Ja, nee, da kann er nicht. Würde ich da blockieren. Spam war den Chat voll, oder was? Das macht, glaube ich, niemand anders. Da konnte ich ja, wieso? Ihr könnt ja dann nach einer Stunde löschen, oder? Da konnte man nicht blockieren, ey. Da wären wir beide abgeflogen, ja. Ja, glaube ich auch, weil mit so viel Geschwindigkeit, wie du da ankamst. Da hätte man, glaube ich, sagen können, ja. Da könnten, glaube ich, beide abfliegen. Oh, ich bin leider zu schnell. Es kommt vielleicht, weil ich nur zwei Reifen genommen habe, statt vier. Boah, also 38, Alter, ey. Mach mich nicht bekloppt, ey. Ich bin 11 Runden short, mach mal was. Also bis 11 Runden short? Ja. Ja, das ist da ein Problem. Aber so leicht kommt, glaube ich, keine Yellow mehr. Ach, abwarten. Nick schon Sechster. Ne, Vierter. Outside. Noch kann ich davon laufen. Ah, ich habe trotzdem eine gute Platzierung dafür, dass ich total langsam bin. Ja, man muss immer bis zum Ende fahren, weißt du. Ich bin 18 da, hallo? Outside. Danke, Marc Martin, dass du jetzt gemerkt hast, dass ich mal hier ankomme, ey. Mann. Auch Tomaten auf Augen, ne? Tomaten mit auch Gurken. Wieder der Bengel. Keine Gurken, Mirko? Nee, keine Macht Gurken. Macht er keinen schönen Schaden? Nee. So. Das hilft nicht mehr bei ihm. Wasser. Döde. Was los? Los. Na und? Ist kein Grund, zu sein. Och. Nein. Offensichtlich schon. Boah, Nick, das war knapp, ey. Sorry. Hier ist ja nichts passiert, aber. Da wäre jetzt ein U angebracht. Ja, da kommt nix, ne? Ja, echt, ey. Ihr dürft euch übrigens gerne gegenseitig raushauen. Ah. Das fände ich nicht so sexy.
Ach doch, ich jetzt schon auch hier so. Solange wie ich da nicht reinfahre. Alter, der Ambrose! Ey, der Ambrose, der ist Hammer. Muss ich auch mal lassen, ey. Mit dem fahre ich hier schon wieder ein Rennen. Ja, ja, bei mein, ja, ja, wie immer, ne? Ja. Fällt irgendwie Lust, ja, wo ich keine Motorhaube habe, ist meine Motortemperatur ganz schön hoch. All clear. Also irgendwas stimmt da definitiv nicht. Bin nur noch 10 Runden fort. Alter, vor Ambrose habe ich echt Angst, ey, der muss hier weg. Der muss hier weg. Ja, dann schreit doch aus dem Fenster. Hau ab! Gib Anzeichen. Kusch! Kusch! Kusch dich weg. Scheiße, ey. Aber mit dem fahre ich ein cooles Rennen, davon mal ganz abgesehen. Ich fahre auch ein gutes Rennen. So ganz alleine. Ist Joe nicht bei dir? Nee, der ist zu schnell auf der Gerade und dann ist wieder weg. Die Kurven habe ich manchmal eingeholt, aber dann zieht er weg einfach auf der Gerade. Alter, Ambrose ist in Turn 1, 2 so scheiße. Joe hat irgendwas gemacht, damit er noch schneller ist. Wir fahren um die Kurve. Oh. Oh. Okay, doch nicht. Hätte ich noch meine Motorhaube, wäre ich vielleicht etwas schneller, aber nö. Die mussten sie ja abziehen. Das ist der Hammer hier mit Ambrose gerade. Scheiße. Na Dave, wir haben auch Spaß, oder? Feuer haben wir abgeschossen. Wo bist du? Oben, unten? Oben. Okay, bleib da oben. Okay. Ja, es war ein schicker Kampf. Hat Spaß gemacht. Ja. Wegen dir war das mein Lieblingsgegner. Dave, schick ihm mal ein Autogramm. Mach ich. Blowdown. Wow. Eins, wenn ich schon dabei bin. Bist niemand. Sag mal, das war ein heißer Kampf. Reingeht oder so. 34 Runden haben ja, wir. Ja, geht rein. Ich seh's schon. KI geht rein. Ja, ja. Halt den Mund, Mirko. Müssen die nochmal? Bestimmt. Bestimmt müssen die nochmal. Okay, Road will be open this time. Ich mach dann den Lucky Dog, ne? Ja, ich denke schon. Ja, wenn du immer noch eine Runde zurück bist, ja. Ah, gerade wieder frisch, ne? Oh, ach, da kam's aber angeschossen. Ja. Ach doch, die haben tatsächlich den Schaden eben repariert. Bei mir. Ja, haben sie gemacht? Ja, aber ich hab das eigentlich ausgeschaltet. Ja, musst du mal doppelt prüfen. Springen. Ja. Springt das, kann das schon immer sein, um? Dass das manchmal schon, ja. Manchmal, ja. Okay. Hier sollte einer von euch beiden jetzt hier, Micha und David, mich hier sehen, sagt Bescheid. Weil? Ja, weil ich konzentriere mich nach vorne, weil ich schon hier hart kämpfen muss, ja. Und dann gucke ich nicht jedes Mal in Rückspiegel. Ja, vorher habe ich ja sogar für dich in den Rückspiegel geguckt und dir angekündigt, ja, ja, dass die um dich abschießen. Gute Nachricht. Ja, da war ich, wie gesagt, war ja auch auf Johnson gerade fixiert. Weil wenn ich gerade mich ransauge und will rausziehen, dann kommt ihr da angeschossen, das sehe ich dann so schnell nicht, ne? Keine Panik, nicht, dass man so gegenseitig.
Dann habe ich ja das Race of Pit Road 1. Ja, das war auch nicht sonderlich schwer. Ja, gut. Oh, warum muss ich am Ende der 29 sein eigentlich? Das ist bitter. Ja, weil er zieht immer auf der Geraden, also wenn ich ihn in eine Kurve hole, in einer Zeit kommt er einfach von hinten und zieht bei den Geraden weg. Das ist voll ernüchternd. Das macht einen voll down. Macht einen voll down. Ich bin schon am Ende der Linie, ja, aber jetzt fahre ich erstmal in die Box. Oh. Genau. 11 Uhr schon. Was? 5 vor 11. Ja, stimmt. Himmel. Ja, wie gesagt. Wir sind hier schon ganz schön lange unterwegs. Was war immer geplant? Eine Stunde Rennen oder so? Nee, anderthalb bis zwei, ja. Also auf der Seite steht eigentlich... So, dass man 15 bis 20 Minuten A6 mal ungefähr Mirko. Hat. Ha? Auf der Seite steht eine Stunde, glaube ich. Auf deiner Seite. Nee, das passt ja nicht mit 6 mal 15 Minuten. Mindestens. Ach so. Nee. Dann mach doch 6 mal 10. Nee, das ist scheiße. Das ist scheiße. Was für eine Logik. 90 Minuten sind Rennen schon ganz in Ordnung. Manchmal mache ich auch schon 20 Minuten, wenn es jetzt hier so wie jetzt länger dauert. Das passt schon. Nächstes Mal kannst du 36 Minuten Pause machen. Ja, geht auch. Halb bis halbe Stunde geht. Im Notfall. Mir haben sie auch die Haube weggenommen jetzt. Ja? Ja. Hey, vielleicht habe ich noch die Wahl. So, wo soll ich mich eigentlich auf einreihen? Hinter der 21, oder? Grab some butts. Okay. Mein Spotter schreit nicht, dann muss ich das... Ja, vermutlich hinter der 1, weil also laut Standings ist es so. Ja gut, dann passt das. Ach, wie viel da bin ich denn? Eigentlich kannst du mal nachgucken, ich hab ja schon... 15. Danke. Bitte. Hey Joe. Schau wieder du. Ja. Die ersten zwei Runden wirst du mich nicht sehen, aber danach kommst du wieder. Was voll kacke ist. Ulrich, dann lass uns mal wieder unseren Weg zusammen nach vorne arbeiten, ein bisschen aufpassen und dann gerade Fred und Sieg fahren. Ja, wobei der Nick schon schwer zu knacken sein wird. Ja, aber wir haben frische Reifen. Ja, ist aber auch nicht, viel frischer. Ich hab eben... Ja, wir fahren die jetzt kaputt, wenn wir das Feld also... Ich hab eben 4 Runden gebraucht, glaube ich. Ja, genau. Denk dran, schreit irgendwie. Nicht einfach draufhalten. Du hast den Ambrose hinter dir, oder? Ich hab Ambrose hinter mir. Ja, gut. Mirko, fahr oben, ich komm gleich und überhol dich. Nee, das schaffst du. So, wo bist du? Joe ist hinter mir. Ah, okay. Oh, das sieht ja gut aus, Cesaro. Meine Güte. Weil, wie gesagt, ich saug mich da gerade so ran, weil schneller bin ich ja nicht mehr. Wenn ich dann rausziehen will und dann kommt ihr. Welches Pain Scheme seht ihr eigentlich bei mir? Ich sehe diesen grünen, schwarzen. Ja. 5, ja. Den sind nicht mehr runtergeladen ab. Ja, ja. Ich hatte die auch alle da noch. Auch diesen Ricky Bobby oder was da, ne? Und ja, war cool. Keine Ahnung was noch. Ja, ja, die sind hier alle noch drin. Shake back. Richtig. Knallt euch für nächstes Mal schon mal 2013 drauf. Hast du den Link auf deiner Seite oder so? Nee, noch nicht. Geh einfach dann auf mein bigd-motorsports.com. Oh, was war das denn? Du kannst meinen dann auch mal online stellen schon? Joe. Wenn ich da gleich dann noch Zeit zu hab sozusagen, ja natürlich mach ich das. Joe, ist ein Reifen bei dir im Arsch oder so? Ich hab die ja schon mal. Weil gerade hast du gesmoked, volle Kanne.